Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin schaut Filme und Serien. Den Titel müssen wir noch ändern. Ich hatte das gestern schon mal aufgenommen, beziehungsweise vorgestern und gestern bearbeitet. Das sollte heute Samstag eigentlich online kommen. Das wollte ich euch aber nicht zumuten, weil die Qualität vom Ton war nicht so gut. Irgendwie habe ich immer irgend so einen Knallen dazwischen gehabt. Ich denke, dass es von meiner Mikrofonspinne ist. Die habe ich jetzt nochmal neu justiert. Und nach dem Rendern war total asynchron. Ich habe die Bilder drin gemacht und dann waren meine Lippen asynchron und mit dem Ton. Habe ich gesagt, scheiße, nee, das machst du heute nochmal neu. So, ich hoffe, das Mikrofon ist. Ja, das, wir wollen ja auch nicht, dass es im Bild ist. So, ich denke mal, so ist es am besten. Und ich habe jetzt mal verändert. Ich habe praktisch als erstes DVDs und Blu-rays. Dann habe ich TV. Dann habe ich Netflix. Netflix kommt dann zuerst Serien, dann Filme. Dann kommt Amazon. Natürlich erst Serien, dann Filme. Und dann jetzt neu habe ich mit dazugefügt YouTube, weil einige gefragt haben, was ich dann so bei YouTube geguckt habe. Da habe ich das. Im Gegensatz zu dem letzten Video habe ich das nochmal gesplittet. Da habe ich jetzt erst die Kanäle, die ich bei YouTube geguckt habe. Die Links findet ihr zu allem in der Videobeschreibung. Und zusätzlich habe ich dann noch eine Kategorie unten drunter YouTube-Videos. Da habe ich so grob die Kategorien an Videos, was ich oder ich und meine Frau in dem Monat geguckt habe. Wie gesagt, ist jetzt der 1.4. Das ist, was ich geguckt habe im März. So, und wir fangen oben an mit DVDs. Da habe ich geguckt, mal wieder, ist schon was älter. Dragon Ball Z Resurrection F oder so heißt das. Das ist der letzte Film der Dragon Ball-Reihe. Also es kommt jetzt kein Film mehr. Ein paar Synchronstimmen sind auch nicht mehr die, die am Anfang mit bei waren. Gerade zum Ende des Films, der Reihe, finde ich das ein bisschen schade, dass sie da die Stimmen geändert haben, aber ändert nichts am Film, der ist trotzdem sehr gut. Freezer kommt zurück und Son Goku und Vegeta kämpfen gegen Freezer. Die sind aber noch bei Bills, also dem Gott der Vernichtung oder Zerstörung, und trainieren da. Also Bills pennt. Die machen das mit Whis und bestechen die mit Essen. Ja? Wer Battle of Gods gesehen hat, der weiß, wer die beiden sind. Kann ich euch auch ans Herz legen, Battle of Gods. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung zu Amazon. Könnt ihr da mal durchlesen und ein bisschen ringucken. Dann habe ich jetzt hier aufgeschrieben als nächstes Paul Panzer. Da habe ich nur DVDs, keine Blu-ray. Da habe ich mit meiner Frau jetzt nochmal alle geguckt. Außer endlich, nee, Quatsch, was war denn das? Invasion der Verrückten. Das habe ich mir bei Amazon im, ja, so gekauft. Also nicht als physische DVD, sondern in Amazon als Digital-Content. Ja? Aber ich glaube, ich habe nur SD-Qualität gekauft oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. War gerade mal im Angebot, da war es um, weiß ich, wie viel Prozent billiger. Und da habe ich gesagt, kauf sie gleich. Und da haben wir geguckt, Invasion der Verrückten, wie gesagt, das ist die aktuelle von 2016. Dann Hart Backbord haben wir geguckt, dann Heimatabend Deluxe und endlich Freizeit. Paul Panzer gucken Frauchen und ich echt gerne und immer wieder mal, also so alle 2 Monate oder so, eine oder mehrere, jetzt haben wir mal alle wieder durchgearbeitet, weil der echt lustig ist und weil uns verdammt Spaß macht. Und als nächstes kommt Mario Barth wieder dran. Die habe ich ja alle DVDs bzw. DVDs und Blu-rays im Regal. Und da werden wir uns dann nochmal durch Mario Barth kämpfen. Von 1 bis zur aktuellen, also 4 oder 5, weiß ich jetzt hier aus dem Kopf gar nicht so genau. Mit natürlich, ich habe auch nicht nur die normalen Bühnenshows, ich habe auch die Stadiontour und die 2 Weltrekordshows habe ich auch. Also ich habe einen DVDs, habe ich alles von Mario Barth. So, dann habe ich mir ohne meine Frau angeguckt, da werdet ihr hier auch, nee, da oben, da, hier werdet ihr ein Bild sehen. Also ich blende halt bei allen Videos wieder die Covers oder irgendwelche Bilder dazu ein. Taxi. Ihr seht jetzt hier nur die Viererbox. Ich habe die Dreierbox plus 1. Also ich habe mir damals eine Dreierbox gekauft. Taxi 1, 2, 3 plus Bonusmaterial, also 4 DVDs drinne. Und dann 2 oder 3 Jahre später kam erst Teil 4. Oder ist so ja länger her. Ich weiß es gar nicht so aus dem Kopf genau. Schon ewig her kam Teil 4.
Und dann habe ich mir Teil 4 als einzelne Blu-ray, nee, als einzelne DVD geholt und die habe ich die damals bei Amazon oder habe ich die bei, nee, die habe ich glaube ich beim EMP damals noch gekauft. Damals habe ich viel beim EMP gekauft. CDs, DVDs und auch Klamotten. Ja, kann ich euch echt nur empfehlen. Ist eine richtig geile Reihe. Da gibt es auch noch einen Film, der heißt New York Taxi, den könnt ihr euch klemmen. Der ist nur eine billige Kopie von Taxi 1 und 2. Das ist absolut eine richtig billige Kopie, ist nicht lustig. Gut, stellenweise ein bisschen, aber kommt ans Original nicht ran. Definitiv nicht. Also ist nicht, also eine New York Taxi könnt ihr euch klemmen, das braucht ihr nicht. Dann habe ich mir mal wieder angeguckt, Made of Steel, hart wie Stahl, mit Charlie Sheen. Also man kann von Charlie Sheen halten, was man will. Aber in dem Film legt er eine Glanzparade hin. Also das ist wirklich ein absolut geiler Film nach einer wahren Begebenheit. Er als Cop lässt sich undercover in eine Biker-Gang einschleusen, wo bis jetzt keiner drinne war, weil die Ermittler immer erkannt haben. Und er hat dann so ein Spezi, also er versucht da reinzukommen und dann lernt er ihn kennen und der bringt ihn dann auch wirklich halbwegs da so rein. Und ich habe zwei Lieblingsszenen bei dem Film. Die eine ist, wo er, also so eine längere, wo er denn sich fertig macht, also wo sie die Karre fertig machen und wo er ihn vorbereitet, wie das in einer Biker-Gang ist, wo er ihm die Patches erklärt, also die Aufnäher erklärt und ihm sein eigenes Label macht auf so eine Jeansjacke, dass er da halt aussieht, als wenn er wirklich von einer größeren Gang kommt und aus einem anderen Staat und so. Und da pinkelt der den Ruff, sein Spezi da, der ihm das beibringt, weil die zu sauber ist, das fällt auf. Das ist einer von meinen Lieblingsszenen, wo sie Karre zusammenbauen, wo er lernt und dann bis da, wo er auf die Jacke pisst. Dann noch sehr empfehlenswert ist, richtig geil, auch meiner Lieblingsszenen ist, wo er sich fertig macht. Wo sie denn die Karre fertig haben und das geht dann zu dieser Biker-Gang. Dann legt er so seine Kette mit den Zähnen an, so die Waffen, die Lederjacke, also die Kutte. Dann fährt er mit Motorrad los, also und die Brille und so, und dann fährt er mit Motorrad so raus aus dem Haus und so. Oh, das Lied dazu und die ganze Szene einfach mega geil. Also wirklich ein echt klasse Film, einer meiner Lieblingsfilme. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr den schon geguckt habt oder wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und den Film jetzt in der nächsten Zeit guckt. Bitte postet mal in die Videobeschreibung, also Kommentare ganz unten, wie euch die beiden Szenen gefallen haben und wie euch der Film insgesamt gefallen hat. Also die drei Sachen würden mich da sehr, sehr interessieren, wie euch der Film gefallen hat und die beiden Szenen, die ich gerade erwähnt habe, ob die bei euch auch so geil ankommen. Ich liebe diesen Film. Das ist absolut, der habe ich auch auf DVD, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe die 16er-Version. Die 18er-Version muss ich noch kaufen. Die ist, glaube ich, um die 20 Minuten länger oder so. Aber damals gab es nur die 16er und die 18er kam erst vor ein paar Jahren raus. Und da werde ich mir wahrscheinlich auch gleich die Blu-ray holen. Die ist dann halt nochmal aufgewertet mit ein bisschen mehr Grafik und so. Weil der Film ja auch nur schon ein bisschen was älter ist. Der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. So. Dann kommen wir zu TV, was ich im TV geguckt habe. Da ist mir auch aufgefallen, am Ende werden zwei Serien noch, werde ich euch noch zwei Serien nennen, die habe ich die letzten Male gar nicht gesagt, obwohl ich die regelmäßig gucke. Die sind mir irgendwie, keine Ahnung, warum ich die vergessen habe, aber ich habe die leider vergessen. Also wir fangen an mit Legion. Legion ist jetzt bei Folge 7. Auch eine richtig geile Serie, kommt auf Sky. Ich habe euch mal den Amazon-Link dazu reingemacht. Bei Amazon kommt es hoch. Kommt immer Sky Donnerstagabend 20 Uhr, noch was, glaube ich. Mein Handy erinnert mich immer dran. Und bei Amazon immer, auch glaube ich, Donnerstagabend oder Freitag früh kommt es da dann in Deutsch zur Verfügung. Die englische Folge ist immer ein paar Tage vorher schon da. Auch richtig geil mit den psychokinetischen Kräften, habe ich euch ja schon ein paar Mal berichtet. Auch sehr empfehlenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch sofort weitergeht, weil irgendwie sieht es so aus, als wenn es jetzt mit Kapitel 7 abgeschlossen ist, obwohl, ich will nicht zu viel spoilern, obwohl es eigentlich noch relativ offen aussieht und was passiert, wo man denkt, oh, jetzt muss eigentlich noch was kommen. Na, ich bin mal gespannt.
Dann habe ich wie immer geguckt, jeden Montag, The Walking Dead. Also immer noch geil. Ich freue mich schon auf das Finale oder wenn sie das in die nächste Staffel mit drin nehmen. Oh, das wird ein Megakampf. Ich bin da so hot drauf. Aber ich will nicht zu viel spoilern, weil viele haben noch nicht die 7. Staffel gesehen. Die sind erst bei Staffel 3 oder so. Also da könnt ihr euch noch was gefasst machen. Oh, Katzen. Dann habe ich noch geguckt, Stan Lee's The Lucky Man, also Stan Lee's Lucky Man heißt das nur. Habe ich auch Link dazu von Amazon, da könnt ihr euch einen Trailer angucken und so. Das gucke ich bei Sky auch. Oder bei Amazon, wenn ich es bei Sky verpasst habe natürlich. Das ist halt von Stan Lee, der Schöpfer von Spider-Man, Iron Man und hast nicht gesehen. Ja, und das geht um den Typen, der halt dann immer Glück hat. Der kriegt so ein Band verpasst, der ist vorher der Loser gewesen, der hat immer verloren und so. Und jetzt hat er halt mega Glück gepachtet. Aber Glück, wenn man viel Glück hat, passiert auch viel Negatives. Auch eine sehr schöne Serie. So, und dann die beiden Serien, die ich immer verpasst habe, mit drin zu schreiben. Warum, weiß ich nicht. The Big Bang Theory, bin ich jetzt bei Staffel 10, Folge 14, glaube ich. Also kommt immer auf ProSieben. Immer Montagabend. Und Two Broke Girls gucke ich auch, meine Frau und ich zusammen. Also ich gucke das immer, wenn meine Frau da ist. Ich habe damals, ich habe geguckt bis Staffel 3. Dann Staffel 4 ist an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitgekriegt. Und Staffel 5 gucke ich jetzt mit Frauchen wieder zusammen. Wir müssen dann aber nochmal die Folgen, die wir nicht gesehen haben, aufholen. Ich finde Max halt so toll mit der, die ist so sehr sarkastisch. Wir haben auch schon ein paar Folgen in Englisch uns angeguckt. Ey Leute, da kriegt ihr Ohrenkrebs, das könnt ihr euch nicht antun. Die haben so eine scheiß Stimme, die so eine, vor allen Dingen die Blonde, oh, da bluten die Ohren. Und Max hört sich auch so nasal irgendwie an. Echt, die Amis haben echt manchmal Stimmen, wo man sagt, buh. So. Das war auch zum Bereich TV. Jetzt kommen wir zu Netflix und zwar Netflix-Serien. Logischerweise als erstes Iron Fist. Ich habe Iron Fist geguckt. Ich mache mal so ein Stück rüber. So, kann man vielleicht ein bisschen größere Covers einbauen. So. Ich habe Iron Fist geguckt. Hatte ich ja auch schon angekündigt. Nee, sieht scheiße aus. So. Hatte ich ja schon angekündigt, eine absolut geile Serie. Zum Anfang richtig Action drin, dann wird zur Mitte echt lahmarschig teilweise und zum Ende hin wird es dann wieder. Und ich warte jetzt auf Staffel 2. Und auf die Serie, wo sie alle mit. Punisher soll ja auch noch kommen und auf die Serie, wo sie alle mit drin sind. Wie heißt denn das? Ich habe auch einen Trailer gesehen. Den kann man, kurioserweise, kann man den Trailer nicht sehen, wenn man über die Netflix-App bei Fire TV oder so reingeht. Die kann man, habe ich nur gesehen, wenn ich am PC war. Da konnte ich diesen Trailer angucken, den konnte man auch markieren und so. Aber oft, keine Ahnung, Fire TV ging es nicht, diesen Trailer nochmal zu sehen. Nur über PC. Ja, und da warte ich jetzt halt noch auf die neue Staffel, was da kommt. Iron Fist, hoffe ich, dass auch eine zweite Staffel kommt, weil die ist wirklich sehr empfehlenswert. Also ist sehr gut umgesetzt. Es war sehr überrascht. Dann habe ich geguckt, The Seven Deadly Sins. Das ist eine Animationsserie. Die kam neu dazu und da habe ich angefangen, habe ich dann bis durch, habe ich dann so nebenbei mal laufen lassen und geguckt und so. Also, die Quatsche ist ziemlich langatmig. Und dann immer von der anderen Folge wiederholen am Anfang. Die Folgen gingen gerade mal 20 Minuten oder so. Oder 25. Und dann muss am Anfang 3-4 Minuten wiederholt werden von der Folge davor und das ist ein bisschen, und dann die Quatschpassagen, ist so ein bisschen, also konnte ich auch nicht mit meiner Tochter gucken, das ist zu sexistisch, wenn der dir an die Titten greift und so. Und das passiert öfters. Und, nee. Aber so, ja, ist, Staffel 2 kann man sich klemmen. Staffel 2 fand ich nicht so toll, Staffel 2 hat auch nur 3 oder 4 Folgen. Staffel 1, ja, wenn man das wiederholen und diese Werbeeinblendung innerhalb der Serie, wo dann ein Bild kommt mit Seven Deadly Sins und so, wenn man das weglassen würde, wäre natürlich noch ein Tick besser. Oder wenn man alle zu einem Film gemacht hätte, weil ich weiß nicht. Aber so an sich geht's schon. Man kann es gucken. Man kann es gucken, ja. Dann habe ich geguckt, genau hier. Marco, einfach mehr Jungfrau. Das, also nicht ich war nur mit anwesend, das hat meine Tochter geguckt.
wir hatten damals schon bei Amazon so eine Serie geguckt, die hieß, glaube ich, auch Marco oder Mario oder so. Keine Ahnung, die hat irgendeinen komischen Namen gehabt. Auch mit Meerjungfrauen in Australien, die aber noch zur Schule gingen und so, also Kinder. Und hier sind schon ältere, also etwas ältere, so 16, 17, 18 vielleicht oder so. Aber auch in Australien. Also ihr Feld, ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Das sind halt Mädchen, sind Meerjungfrauen und die sind jetzt von ihrem Schwarm irgendwie verstoßen und sind dann irgendwie da und müssen irgendwie, keine Ahnung, hinkommen und wollen wieder zum Schwarm zurück oder so. Ich habe da nicht durchgesehen. Also es war mir ehrlich gesagt auch zu hoch. Aber die Kleine hat das Ding gefeiert und ja, warum nicht? Dann habe ich Riverdale geguckt. Vorige Woche ist Riverdale ausgefallen. Nächste Woche müsste Riverdale weitergehen. Also ein oder zwei Folgen sind jetzt irgendwie kurioserweise ausgefallen. Aber es sind noch ein paar Folgen da. Also zwei oder drei kommen noch, wenn ich mich nicht verguckt habe. Riverdale kennt man ja mit Archie und so. Das gab es ja damals auch als Comic und als Zeichentrickserie und so. Ja, also und so ist es halt auch. Bloß ein bisschen ernster gemacht als damals, finde ich. Ein bisschen melancholischer, ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster. Ja, für Ältere halt auch gut geeignet. Also Ältere, aber halt nicht für Kinder so wirklich. Also weil da passieren auch Morde und so. Aber so an sich ist es schon echt gut gemacht. Also eine gute Umsetzung. Vor allem mit diesem, dass es jetzt ein bisschen melancholischer, ein bisschen düsterer ist, finde ich gut, weil dadurch, denke ich mal, Fans von damals, die das Ganze, wo es noch so auf kindisch gemacht war, heutzutage, glaube ich, nicht mehr gucken würden, die würden eher denn so diese Variante, denke ich mal, bevorzugen. Wisst ihr nicht, wenn ihr Riverdale kennt von damals und jetzt, postet mal in die Videokommentare, was ihr davon haltet, ob das gut umgesetzt ist, nicht gut umgesetzt ist oder ob ihr gerne so wie damals ihr habt, haben, hättet, wollen. So. Dann habe ich eine neue Serie entdeckt, Wynonna Earp. Ja, das ist schwer zu sagen. Also da kann ich mir jetzt noch überhaupt kein Urteil erlauben. Ich habe es jetzt angefangen zu gucken. Ich habe drei Folgen oder so habe ich jetzt geguckt. Und es zieht sich so hin bei mir. Also ich habe mal eine Folge geguckt, dann mal einen Tag nicht, dann mal wieder eine Folge geguckt. Ja, ausnahmsweise mal Cola. Weil Wasser haben wir heute erst geholt. Ja, ist auch so mit Wiedergängern. Also Wyatt Earp hat halt welche umgebracht und die sind jetzt, die kommen, gehen, wenn die Earps die töten, gehen sie in die Hölle und kommen dann später irgendwann wieder, wenn ein neuer Earp das Vermächtnis übernimmt oder so. Es ist ein bisschen freaky am Anfang da durchzupeilen und wie das da so abläuft. Aber so an sich ist die Serie gar nicht mal so schlecht. Aber so, ich kann. Aber es ist jetzt nicht so eine Serie, wo, die mich so hypt, wo ich dann halt wirklich am Stück wie Vikings oder Iron Fist, die habe ich am Stück weggeguckt und Wynonna Earp gucke ich mal eine Folge, dann mal ein paar Tage nicht, dann gucke ich mal wieder eine Folge. Ja, deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Mal gucken, vielleicht fesselt sie mich jetzt demnächst so sehr, dass ich sie wirklich am Stück gucke oder so. Aber momentan so ab und zu gucken ist geil, aber ist jetzt nicht so fesselnd, dass ich sage, ich komme nicht weg davon, ich muss die jetzt gucken bis zum. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Serie und zwar Wild in Germany. Das ist eine Doku von ZDF Neo, glaube ich, oder ZDF ID, keine Ahnung. Ich mache ja Bilder damit drin, dann könnt ihr das ja sehen, auf welchen Sender das mal war. Ist jetzt jedenfalls bei Netflix. Ich habe davon drei Folgen geguckt. Ja, gibt es auch als Taschenbuch und so. Aber was habe ich denn da für einen Link drin gemacht? Amazon zum Taschenbuch habe ich einen Link drin gemacht. Weil ich habe keinen Link gefunden, wo das erklärt ist oder wo ein Trailer oder irgendwas zu finden ist. Deswegen zum Taschenbuch, da steht ja auch ein, das erklärt bei Amazon, könnt ihr euch den durchlesen. Ich habe geguckt, Metal, ja, Metal ist klar. Schamanismus habe ich geguckt und was war noch? Irgendeine Folge habe ich noch geguckt. Ich glaube mit dem NVA-Typen oder so aus Bayern. Weiß ich jetzt ja aus dem Kopf ja nicht mehr so genau. Aber war eigentlich, war gut, war gut. Ja, war schön mal wieder zu sehen. Ich habe die ja damals schon geguckt und jetzt mal wieder geguckt. Ist halt eher eine Doku. Ja,
Aber halt, deswegen habe ich sie bei Serien gemacht, weil es mehrere Folgen gibt. Doku kommt aber später noch dazu. Dann Filme bei Amazon, ach, bei Netflix, habe ich geguckt. Earth to Echo, ein Abenteuer so groß wie ein Universum. Habe ich auch mit meiner Tochter geguckt. Ja, das ist so ein kleines Alien-Metall-Ding irgendwie, wo sie denn die Teile, die Kinder zusammenfummeln und dann passiert da was und so. Ich will halt nicht zu viel verraten. Ist niedlich anzugucken. Entschuldigung. Ist wirklich niedlich anzugucken, was ich so nebenbei da mitgekriegt habe. Ich denke mal, ich hätte mir das auch so angeguckt. Aber halt nicht. Meine Tochter hat es halt gefeiert, aber ich fand es halt nur gut. Niedlich gemacht und war auch gut. Dann, auch die haben auch sowieso so Videos gemacht, so die ganze Zeit, die Jugendlichen, sowieso YouTube-Videos und so. Und oh, hier, das ist unser letzter Tag und, ja, keine Ahnung. Das ist aber so an sich echt eine gute Umsetzung von der heutigen Zeit, wie das so ist, dass die mit der Kamera rumrennen und aufnehmen und so. Guckt mal rein. Gibt's auch, ich habe euch, glaube ich, die DVD verlinkt von Earth to Echo, weil, oder BD verlinkt, ich habe mir schon die Links hier rausgesucht, weil, ja. Viele haben ja nicht Netflix und die sagen, ich soll dann immer Amazon-Links nehmen, dass sie sich gleich die Blu-ray oder DVD angucken können und durchlesen können. So, dann kommen wir zu Amerikas meistgehasster Frau. Also den haben Schatzi und ich angefangen. Der war sehr schleppend am Anfang und wir haben den dann auch ehrlich gesagt weggeschalten. Wir wollen den aber noch komplett gucken, weil er so an sich interessant war. Wir haben aber abends geguckt und für abends war er uns ein bisschen zu schwere Kost. Das ist was eher für Nachmittag. Und dann haben wir lieber Paul Panzer geguckt. Aber den werden wir auf jeden Fall noch gucken. Ich werde euch, also die kann da noch, da ist das Bild dazu, ich kann euch dazu noch nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, die guckt haben wir noch nicht. Dann kommen wir zu Halo 4. Ja, also ich habe mir in der Liste. Aber ich kann nicht dazu sagen, weil ich dabei eingepackt bin. Ich habe mir geguckt, abends auf Netflix. Oder Fire TV, Amazon, Netflix, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei Beden gerade ist es momentan drin. Im Schlafzimmer drüben habe ich den geguckt. Und habe den angemacht. Und ich war auch Knülle vom Tag. Ich hatte auch einen Livestream gehabt, da den Tag und so und lang. Habe ich mir ins Bett gelegt, habe den angemacht. Und dann bin ich sofort, also ich habe vielleicht 3, 4 Minuten mitgekriegt. War ich weg. Also kann ich nicht so viel sagen, aber ich habe mir geguckt, deswegen ist er trotzdem in der Liste. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt nochmal gucken und dann mal gucken. Dann mal gucken, was wir daraus machen. Würde ich sagen. Ja. So, dann wartet auch für Amazon, ach, für Netflix mit Filmen. Wir haben dann noch eine Doku geguckt, Schatzi und ich, und zwar Russlands Target Prison, ich kann kein Englisch, sorry. Das sind Russlands härteste Knasts und da haben sie über den schwarzen Delfin gebracht. Da dachte ich, das ist eine Doku. Mensch, die kennst du schon, die habe ich schon mal gesehen. War aber eine komplett andere Doku, als ich gesehen habe. Die ich vor einem Jahr, 2 Jahren gesehen habe, war auch mit einem schwarzen Delfin und da haben sie auch erklärt, Russlands heißen die Knast alle nach Tieren und so. Haben so noch ein paar andere Knasts gezeigt. Hier ging es nur um den schwarzen Delfin und die da einsitzen, das ist die Endstation. Also da kommst du nicht mehr raus, nur mit den Füßen voran. Da war der haben sie den Kannibalen gezeigt, denn welche Leute, die welche killt haben und so. Nee, doch, der eine, der mit Ecstasy oder so erwischt wurde, der ist freigelassen worden. Keine Ahnung. Aber normalerweise ist es der schwarze Delfin die Endstation, haben sie gesagt. Aber hier abgesichert sind. Eine Zelle und dann außen nochmal eine Zelle rum und auch. Also richtig krass, kann ich euch empfehlen. Guckt da mal rein. War eine sehr, sehr interessante Doku. Und meine Frau hat es übrigens auch sehr gefallen. Die hat die auch vorgeschlagen. Die hat die gesehen und hat gesagt, die gucken wir. So, dann kommen wir zu Amazon. Serien bei Amazon. Da habe ich jetzt angefangen, Hand of God, Staffel 2. Staffel 1 habe ich schon geguckt, die war geil. Vor einem Jahr oder so. Jetzt hat Staffel 2 angefangen, bin ich aber auch bei eingepennt, habe mir die erste Folge drin gemacht, dann ist er durchgelaufen, bis wie es ich wohin. In der Nacht irgendwann wach geworden. Ah,
Okay, läuft weiter. Habe den Fernseher ausgemacht, habe weitergepennt. Der Anfang war aber sehr interessant. Ich muss das unbedingt weitergucken, was da jetzt nur passiert, weil, wie gesagt, ich habe die erste Staffel sehr verschlungen. Ich fand die mega geil, die erste Staffel. Ja, und da geht es darum, er ist Richter, das ist mit dem Hellboy-Typen, den er von Hellboy kennt. Und er ist Richter, oder von Sons of Anarchy, der Vater also der Stiefvater von Jax. Und da geht es darum, sein Sohn hat einen Unfall, liegt im Koma in der ersten Staffel und der wird dann auch, ja, keine Ahnung. Und dann hat man eigentlich gedacht, am Ende der ersten Staffel, ich will nicht so viel spoilern, ist eigentlich Ende, ist aber jetzt nicht, jetzt geht es mit zwei weiter und der hat dann halt immer so Visionen. Sein Sohn sagt ihm im Gedanken immer irgendwelche Sachen und er hat auch einen Tumor und dann schieben sie es auf den Tumor und jetzt ist er, wie gesagt, Staffel 2, jetzt bin ich da gespannt, ich kann da noch nicht großartig was zu sagen. Aber ich habe es halt drin gemacht, weil ich habe es halt angefangen zu gucken. Aber ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Dann haben wir geguckt, You Are Wanted, habe ich geguckt. Ich fand die erste Folge sehr, ja, schon sehr spannend, aber halt lahmarschig. Ich hoffe noch, habe gehofft, dass die sich noch so ein bisschen steigert. Und gestern, wo ich denn, kann ich ja jetzt sagen, weil ich sei ja schon der erste Vierte, ich habe ja dann gestern Abend noch weitergeguckt, am 30. mit meiner Frau zusammen, wo ich dann hier die Videos bearbeitet habe. Und es geht nicht irgendwie schneller voran. Also wir sind jetzt, ich bin ja bei Staffel, sie ist ja dann eingepennt, sie fand es dann langweilig. Ich wollte es eigentlich mit ihr dann zusammen gucken, wenn es ihr gefallen hat, aber es scheint wohl ihr nicht so zu gefallen. Mal gucken, wir werden dann heute nochmal Folge 2 oder so gucken zusammen. Aber bis jetzt ist noch nicht so viel Action passiert. Das ist eher so ein bisschen schleppend, ein bisschen lahmarschig. Ist Amazon-Exklusivserie, normalerweise sind die immer gut. Ne, ich werd der Serie werde ich auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Und der Schweighöfer kommt so in der Rolle ganz gut rüber. Der macht das auch sehr gut. Ja, man kennt ihn ja immer von so einem Klamauk-Film und da so eine echte ernsthafte Rolle, so mit Tiefgang und so. Ist ungewohnt, aber nicht schlecht. Also ist gut. Es kommt gut rüber. Sehr, sehr gut rüber. Aber die Serie an sich ist ein bisschen schleppend. Dann habe ich geguckt, Under the Dome, also unter der Kuppel. Staffel 3 habe ich, 3 oder 4 Folgen habe ich geguckt, weil die habe ich damals dann nicht mehr geguckt, wo es im Fernsehen war. Und ich wollte unbedingt das Ende mitkriegen und das war jetzt für Amazon gratis. Und da habe ich gedacht, guckst dir endlich mal das Ende an. Ob da jetzt noch was kommt, also am Ende ist offen, also. Rein theoretisch von der Story her könnte noch was kommen, aber bis jetzt kam nichts. Also ich glaube auch nicht, dass da noch mal was kommt. Die letzte Staffel, die ich geguckt habe, 3 oder 4, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Ja, die ist dann eher schon so schleppend. Also weiß ich nicht. Deswegen habe ich die auch dann irgendwann nicht weitergeguckt. Ich wollte jetzt aber wissen, wie es endet. Aber die ersten Staffeln waren da besser, meiner Meinung nach. Ja. Dann habe ich geguckt nochmal Lucifer Staffel 1, ein paar Folgen, so ein paar Highlight-Folgen, die mir gefallen haben, habe ich nochmal geguckt, weil ich jetzt auf Lucifer Staffel 2 warte. Bild seht ihr ja hier. Ja, der Teufel kommt halt auf die Erde, hat keinen Bock mehr auf der Hölle. Ein anderer Engel bewacht die Hölle und versucht dann den wieder zur Hölle zu bringen. Sagt er, du musst die Hölle bewachen. Vater wollte das. Ist mir scheiße, ja, was Vater will, ich will hier nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf der Hölle. Ich will hier oben, ich will meine Ruhe. Ist auch eine geile Serie. Da warte ich jetzt händeringend auf Staffel 2. Staffel 2 ist in Amerika ja schon, läuft schon, ist auch, glaube ich, Amazon exklusiv. Ich weiß ja gar nicht, Folge 5? Folge 5 oder Folge 6? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Läuft in Amerika schon bei Amazon, aber halt für pro Folge Geld. Und ich denke mal, hoffe mal, wenn alle Folgen abgedreht sind und alle in Amerika veröffentlicht wurden, einen Monat später oder so, wird die dann für alle gratis sein in Amerika und dann wird die auch logischerweise, wenn die fertig ist, synchronisiert und kommt dann hoffentlich zeitnah auch zu uns, weil ich warte drauf. Also es ist wirklich eine sehr, sehr geile Serie. Er hat halt ein paar Kräfte und man, ja, so ein bisschen Krimi-mäßig gemacht. Er deckt dann halt Fälle auf mit einer Polizistin zusammen und dann hat man immer so zwischendurch noch ein paar lustige Szenen und ein paar ernste Szenen. Also ich finde die Serie wirklich sehr gelungen, echt geil, also Amazon exklusiv, soweit ich weiß. Dann Kevin Can Wait, also Kevin kann was oder so heißt es übersetzt, ist
ist jetzt Folge, wenn ich mich nicht irre, 17 da. Das gucke ich weiterhin. Ich habe jetzt die letzten paar Folgen verpasst. Ich weiß nur, dass es bis 17 ist. Also 3 oder 4 Folgen muss ich jetzt. Nee, 3 Folgen. 3 Folgen muss ich aufholen. Drei Anfang des Monats habe ich geguckt und die anderen Folgen habe ich nicht geguckt. Und da muss ich jetzt aufholen. Kommt immer dienstags auf Amazon. Amazon exklusiv. Ist eine richtig schöne, lustige Serie mit dem King of Queens-Typen. Kann ich echt nur empfehlen. Habe ich ja in den letzten Videos schon gesagt. Also kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Guckt da mal rein. Ist echt geil und sehr, sehr lustig. Dann habe ich ja, so zwischendurch ab und zu mal eine Folge Navy CIS geguckt mit Gibbs und Abby. Und ja, was soll man da sagen? Ist Navy CIS, ist Gibbs. Ja? Und Abby. Kann ich nur empfehlen, ist immer wieder schön, die zu sehen, vor allen Dingen das Team so zu sehen und so das Zwischenmenschliche und so. Fand ich toll, finde ich immer noch toll. Ja, kann ich echt nur empfehlen. Dann Tales from the Crypt. Das ist, ihr seht ja hier das Bild, Geschichten aus der Gruft. Aber nicht diese Comic, das ist schon wie das Bild hier ist. Also echt nicht Comic, also die Comic-Serie, die damals gab auf KRTL, also Kinder-RTL von RTL damals frühs. Nee, sondern die richtige Serie, die abends kam. Ich glaube, die kam die nicht auf Sat.1 abends? Ich weiß es gar nicht. Die kam irgendwo auf irgendeinen Sender, kam die abends. Und da habe ich mir ein paar Folgen nochmal angeguckt. Die ist gerade bei Prime gratis und hat mich so ein bisschen an damals erinnert. Die Grafik ist jetzt natürlich nicht die beste, ist Asbach uralt. Aber so mal wieder so ein bisschen Retro gucken, ist schon geil. Kann ich euch echt nur empfehlen. Mit dem zerlumpten Skelett da und so. Also, ja, Skelett ist es ja noch nicht ganz. Er hängt ja noch Haut und ein bisschen da dran. Aber ist. Kann ich echt nur. Oh, Schatz, die kocht doch gerade. Das riecht so scheiße lecker. Ja, das kann ich euch, wie gesagt, empfehlen. Dann hier nochmal was, was ich mit meiner Tochter geguckt habe. Das geheimnisvolle Kochbuch, Staffel 2. Habe ich mit meiner. Meine Mutter hat mir ein Video geschickt, mal wieder. Okay. Habe ich mit meiner Tochter geguckt. Ja, die kriegen irgendwie die. Finden ein Buch von der Oma von der Ehen und die Oma und die Omas von den anderen Zweien, die waren schon befreundet und dann lernen sie dadurch zaubern, so durch irgendwelche Rezepte. Also irgendwie Vergessenscookies oder was weiß ich. Meine Tochter hat das Ding total gefeiert, die fand das total klasse. Also ich fand es ein bisschen, ich fand es sehr kindisch, aber naja, was macht man nicht alles für die Kinder? Dann habe ich wieder mal geguckt, Bob Ross, The Joy of Painting. Asbach uralt, aber immer noch geil. Immer noch geil, wenn man ihn mit seinem Afro-Look da sieht. So. Und Little Funny Cloud? Happy Little Funny Cloud? Wenn er da mit Spachtel rummacht und dann hast du erst nur eine weiße Leinwand und dann sieht es richtig, wenn es fertig ist, boah, wo man denkt, geil, Alter. Ich kann sowas nicht, aber. Ja, und der hat so eine beruhigende Stimme, da kannst du schön bei Einschlaf, machst die Serie an, ist bei Amazon gratis momentan, also immer noch, machst du an, legst sie hin, hörst du zu, wie er dann so erzählt, a little bit white, a little bit, und dann kannst du richtig schön bei Einschlafen. Ich habe den schon auf Phoenix damals geguckt, zum Einschlafen, also ein paar Folgen habe ich am Anfang immer geguckt, da kam man so zwei, drei hintereinander, oder mehr so, ja, und dann irgendwann hat er so eine beruhigende Stimme, gehst du ruckzuck ins Land der Träume. So, Filme sind diesmal nur zweie bei zwei. Meine Frau meckert immer, wenn ich zweie oder so sage, also wenn ich so ein bisschen Berlinerisch, ne? Und ein bisschen abkürze. Da sind nur zwei Filme diesmal bei Amazon. Einmal das brandneue Testament. Das habe ich mit meiner Frau zusammengeguckt. Das ist über Gott, ist von dem Belgier oder so, ist ein belgischer Film. Er spielt halt. Ja, Gott hat halt nicht nur Jesus, sondern noch eine Tochter und eine Frau. Und ja, das Kind kommt dann durch die Waschmaschine in unsere Realität sozusagen. Und Gott kommt hinterher, weil das Kind PC geschrottet hat. Und dadurch kann er halt. Ist alles ein bisschen am Anfang sehr verwirrend. Oh, Entschuldigung, ich habe den Link mit eingefügt unten in die Videobeschreibung. Also hier Bild, Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr bei Amazon einen Trailer gucken. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schon lustig. Also kann man schon empfehlen. Also meine Frau und ich fanden den recht gut.
Dann habe ich geguckt, mal wieder Margie mit Arnold Schwarzenegger. Seine Tochter wird, also das spielt schon in unserer Welt, aber ein bisschen ist was anders. Da gibt es Zombies, also eine Krankheit, die Menschen zu Zombies macht. Und man kann sich davor schützen, gibt Impfmittel und ne, Impfmittel nicht, aber man kann sich davor schützen durch Quarantänezonen und sowas alles. Und seine Tochter wird irgendwie angesteckt, die lebt aber nicht mehr zu Hause, die holt er dann aus dem Krankenhaus ab, holt nach Hause, kriegt dann noch eine Spritze, dass sie sich zu Hause, so nach und nach wird sie sich dann, verwandelt sie sich langsam, aber so, dass die letzten Tage ein angenehme Tage, ein schöner Abschied sind, dass sie sich voneinander nochmal verabschieden können und so. Und dann kommen noch die Klassen, meine Klassenkameraden und verabschieden sich. Ist sehr, sehr, also seine neue Frau, die mag es halt nicht, weil die hat Angst um ihren Sohn. Ist ein gefühlsvoller Film. Auch Schwarzenegger in so einer Gefühlsrolle ist sehr, sehr selten. Kennt man so von ihm überhaupt nicht eigentlich. Aber er macht es verdammt gut. Er macht es wirklich, wirklich verdammt gut. Also der Film hat Hand und Fuß. Kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr den schon geguckt habt. Einfach mal unten euren Kommentar dazu abgeben, wie ihr ihn gefunden habt. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Ich habe den damals mit dem Onkel ja schon zusammen geguckt und hatten wir bei den O's damals schon ein Video dazu gemacht. Aber wenn ich den wollte ich jetzt auch nicht weglassen, weil ich habe den ja halt jetzt nochmal geguckt. Also berichte ich natürlich nochmal über diesen Film. So, und dann kommen wir zu YouTube-Kanäle, die ich regelmäßig geschaut habe. Das sind jetzt auch ein paar mehr. Ich habe einmal regelmäßig, eigentlich so gut wie jeden Tag, Herr Newstime geguckt, weil der haut ja ständig irgendwelche News raus. Also der ist da wirklich schneller als die Polizei erlaubt. Also das ist ein News-YouTuber. Da findet ihr auch den Link zum Kanal unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich PlayStation geguckt. Die berichten halt auch ab und zu über irgendwelche Neuerungen oder irgendwelche PlayStation Plus Spiele, die neu rauskommen oder so. Den auch zweimal, dreimal die Woche habe ich den bestimmt geguckt. Dann habe ich Robert Hofmann geguckt. Ursprünglich hieß sein Kanal DVD-Kritik. Jetzt heißt er nur Robert Hofmann. Der berichtet halt auch über Kinofilme oder macht dann so Events mit Le Floyd und so zusammen. In Berlin in Kinos. Da kann man Kinotrailer gucken zu Filmen, die kommen. Und manchmal macht er auch noch so einen Kommentar dazu, ob er sich drauf freut und was er davon dem Trailer hält. Wenn er den Film schon geguckt hat, macht er auch ein Review, sagt, hey, hab mir geguckt, so und so. Aber halt, ja, zum Anfang so, zum Ende, also ist schon sehr sehenswert. Dann gucke ich aber auch noch Kinocheck. Ja, Kinocheck, der postet nur, also den sieht man nie oder hört nie oder so. Er postet halt nur rein die Trailers zu den Kinofilmen, die gerade starten oder in Zukunft starten werden. Und wenn ein neuer kommt, zum Beispiel zu Avengers Trailer 2, wo der kam, dann wurde der gleich bei Robert und bei Kinocheck gepostet. Ich glaube, Kinocheck war ein Stück vorher dran als Robert. Oh, dann gucke ich Hardcore Worldwide. Also das seht ihr auch in meinen Kanälen an der Seite, wenn ihr auf dem Hauptkanal seht, die Kanäle, die ich mag. Da seht ihr das ja auch. Und Hardcore Worldwide ist ein Musiksender. Da kommt, nicht alles höre ich nicht, aber so ein bisschen was höre ich davon. Ich höre da meistens Troopers, Toxpark, sowas alles. Und ein paar andere Bands. Da kommen auch mal neue Bands, die ich nicht kenne und gucke mir die an. Also ja, da habe ich schon den einen oder anderen positiven Geschmack finden können an neuen Bands. So, dann Kanzlerei WBS. Also Kanzlei, Mensch. Das ist der Willebeuger und Säumicke. Das ist ein Anwalt und die haben, die machen auch richtig Fälle und so. Und zusätzlich haben sie einen YouTube-Kanal. Und den macht der Herr Säumicke auch sehr schön und sehr toll. Ich habe den schon ewig abonniert und kann echt nur, der ist wirklich gut anzugucken. Er macht auch Nutzerfragen und beantwortet Jura-Fragen. Und jetzt ist seit einer Weile schon Jura Basics. Sehr interessant, sehr schöner Kanal, gucke ich echt gerne. Dann kommen wir noch zu zwei Musikkanälen. Einmal Deutsche Front habe ich nochmal ein paar Videos angeguckt. Ich habe Deutsche Front alle CDs, die habe ich Gott sei Dank noch.
Und ich wollte jetzt aber nochmal die Musikvideos dazu sehen, zum Beispiel Hafen und Herz und sowas alles. Da wollte ich mir jetzt unbedingt die Musikvideos nochmal sehen, deswegen habe ich da jetzt nochmal raufgeguckt. Da ist auch, glaube ich, kein neues Video da, wie sieht jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Und die habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, die reinen Musikvideos. Deswegen. Dann Störtepriester, da bin ich einmal die Woche drauf und zwar immer freitags, wenn er seinen Podcast macht. Finde ich sehr interessant, finde ich toll. Also ich warte schon auf die neue CD. Er hat ja leider gesagt, dass sie wohl erst nach dem Sommer kommt, nach den Sommerferien, weil da die meisten wieder da sind und er glaubt nicht, dass es sich lohnt, halt vor den Sommerferien. Was für mich halt schade ist, dann könnte ich die schon hören, aber ne, muss ich halt bis nach den Sommerferien warten. Das wird dann mal wieder eine Störtepriester-CD für mich. Meine anderen Störtepriester-CDs sind alle weg. Ich habe sie nur noch bei, ja, durch Amazon Musik. Da waren, sind die gratis drin gewesen mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch gratis drin sind. Ich habe sie mir aber Gott sei Dank umgewandelt in MP3. Ich habe sie auf meiner Festplatte, habe ich sie noch, aber meine CDs sind leider alle weg. Die waren alle, ja, im mir klauten Auto. Leider. Aber kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich geguckt, KenFM mit meiner Frau zusammen. Einmal die dunkle Seite des Wikipedias, da haben sie dann nochmal einen zweiten Teil dazu rausgebracht und Zensur haben wir geguckt und das Interview mit Daniele Ganser, das ist ein Historiker. KenFM, der Ken Jebsen, der wird zwar in vielen normalen Medien oder Blogs oder so immer als Nazi oder Antisemit irgendwie hingestellt, ist aber der hört der Friedensbewegung an. Ja, also nicht rechts, der Friedensbewegung an. Und ich habe Ken Jebsen, habe ich damals schon auf RBB geguckt. Da hat er seine Show schon gehabt, die ist damals auch Ken FM. Und fand die immer sehr interessant, wenn er seine Gäste da hatte und so. Kann ich echt nur empfehlen. Also ich finde nicht, dass er irgendwie rechts oder Antisemit oder irgendwas dergleichen ist. Ich finde, er macht seine Sache sehr gut. Ist alternatives Medium. Also alternative Medien würde ich ihn jetzt einkategorieren, weil er traut sich auch an Themen ran, wo die Etablierten sich nicht so rantrauen. Und er macht dann halt auch mal längere Videos und so. Und sehr, sehr interessant, kann ich echt nur empfehlen. Ken FM nennt sich das. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Dann Massengeschmack TV. Da gibt es zwei Modelle. Einmal das Gratis-Modell und einmal mit Abo. Wenn ihr mit Abo habt, da zahlt ihr glaube ich 7 € oder so im Monat. Und dann könnt ihr alles gucken. Bei Gratis könnt ihr nur Fernsehkritik TV gucken. Und zwar immer nur 2 Wochen, nachdem es veröffentlicht wurde. Also geht online. Und dann können Leute, die Abo haben, dürfen das dann gucken oder können das dann gucken. Und die, die kein Abo haben, müssen 2 Wochen oder 3 Wochen warten, bis diese Folge dann im Gratis ist und alle sie gucken dürfen. Und das gucke ich eigentlich regelmäßig mit meinem Frauchen zusammen. Die findet das auch sehr interessant. Der bringt auch halt viel über normale Medien, also RTL, Sat.1, ZDF und so und äußert sich dann zu bestimmten Sachen kritisch, zu manchen Sachen positiv. Kann ich echt nur empfehlen. Guckt mal rauf, auch dazu Link in der Videobeschreibung. Dann Simon the Cat habe ich geguckt. Den habe ich schon seit Jahren abonniert, schon mit meinem alten Profil. Da ist er immer noch aktiviert, abonniert. Und ich bin aber meistens jetzt über Odins Test online, dass ich auch die Nachrichten mitkriege. Deswegen habe ich ihn hier halt auch schon vor Jahren abonniert. Ist sehr lustig. Ich habe den Simon the Cat habe ich vor einer Woche oder so meiner Frau gezeigt. Wo sie das Bild gesehen hat vom Kanal, dachte sie, oh, und den Titel, oh, schon wieder so ein Scheiß, was du mir zeigen willst. Und dann hat sie geguckt und hat sie gesagt, doch, das ist lustig. Also das ist so über eine gezeichnete Katze und einen gezeichneten Menschen und so. Und dann immer so lustige Kurzgeschichten, was die Katze dann irgendwie so ein Chaos macht oder so. Wir haben geguckt, wo sie einen Vogel fangen will und dann als Vogelhäuschen verkleidet oder an der Seite irgendwo ist oder so. Und fand sogar meine Frau sehr lustig. Dann habe ich geguckt, Semper-Videos, aber nicht mehr so intensiv wie früher, weil Semper-Videos hat früher echt mal mehr so ein bisschen Real-Life gemacht, wo sie dann zum Beispiel über den Typen hier berichtet haben, der den Werbeblocker optimiert hat für Bild und auch so andere Sachen. Und wenn er dann über seine Kollegen quatscht, dass sie Pornos gucken und so, ich finde das lustig. Und auch sehr informativ, der erklärt das, also der Sprecher, der hat eine sehr angenehme Stimme und der erklärt das wirklich richtig, richtig gut. Also kann ich echt auch nur empfehlen.
Leider kam da momentan jetzt nicht so viel, was mich so wirklich interessiert hätte. Dann Postillion 24 ist eine richtig geile Serie, ein richtig geiler YouTube-Kanal. Die machen auch so wie RTL Samstagnacht und so lustige Nachrichten, aber halt auch kürzer, also halt nur manchmal 2, 3 Minuten und so. Guckt da mal rein, ihr lacht euch echt schlapp. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja, das war's so an YouTube-Kanälen. Jetzt kommen wir zu den Kategorien, was meine Frau und ich regelmäßig oder ich regelmäßig bei YouTube geguckt haben. Wie soll es anders sein? UFOs. Wir haben weiter Dokus und Berichte über UFOs geguckt und fanden das natürlich sehr interessant, fanden das toll und gucken, werden das natürlich auch weiter gucken. Dann haben wir logischerweise auch UFOs, wenn UFOs damit bei sind, auch übers Universum, was ihr guckt. Und dann haben wir über Lebensmittel, was ihr guckt. Einmal haben wir über McDonald's versus Burger King geguckt. Dann über Lebensmittel allgemein. Da weiß ich gar nicht mehr, wie die Folge hieß. Dann Fisch. Wollte meine Frau eigentlich nicht gucken, weil die gerne Fisch isst. Ja, dann war sie ein bisschen angeekelt vom Fisch, aber isst trotzdem weiter Fisch. Und dann haben wir noch eine Folge geguckt mit irgendwas, was ich eigentlich esse, wo ich gesagt habe, ja. Aber ich konnte Gott sei Dank schnell verdrängen, dass ich das dann, seht ihr, ich habe schon wieder vergessen, dass ich das trotzdem noch esse. Und natürlich News haben wir auf YouTube geguckt. Alternative Medien und auch teilweise etablierte Medien, um halt ein bisschen zu vergleichen. Und man muss halt eine gesunde Auswahl treffen von alternativen Medien und normalen Medien, dass man da weiß, wie es abgeht und dass man halt sich so sein Teil im Prinzip denken kann. Weil bei den normalen Medien kommt nicht alles, bei den alternativen Medien wird manchmal, nicht meistens, aber manchmal schon ein oder andere Sache ein bisschen überspitzt. Aber das wird dann auch, das merkt man auch beim Gucken und das betonen die auch so, dass das dann überspitzt ist, um den normalen Medien ins Rinn zu drücken. Ja, man muss dann eine gesunde Auswahl zwischen alternativen und normalen Medien finden. Und dann ist man auch gut informiert, was draußen in der Welt so vor sich geht, weil die normalen Medien berichten nicht über alles. Jo, dann würde ich sagen, denn wartet jetzt für, ja, das Video. Ich bin auch bei 47 Minuten schon wieder. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, über ein Abo, würde ich mich auch freuen. Hier unten ist da irgendwo, da ist, glaube ich, oder hier ist irgendwo, da, irgendwo da ist ein Button mit meinem, so ein Wasserzeichen, da könnt ihr drauf drücken und da abonnieren. Und ich werde hier auch mal mit einer Endcard arbeiten. Da ist dann hier irgendwo mein Logo und da könnt ihr auch drauf drücken zum Abonnieren. Und zwei Videos werde ich euch auch vorschlagen. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ihr seht noch ein paar Videos hier irgendwo verteilt. Als Vorschlagvideo. Ein Daumen hoch wäre nicht schlecht. Ich bedanke mich bei euch für's Zusehen. Bis dann. Ahoi. Sagt euer Odin.